Also, mein Name ist Sophie, ich bin 18 Jahre alt. Ich habe dieses Jahr mein Abitur gemacht. Nein, nicht auf Blondinenniveau. Ich bin seit 3 Jahren auf Instagram aktiv und darüber geht auch heute unser Interview. Instagram, das ist so wie ein Begleiter eigentlich für alle Jugendlichen in unserem Alter. Und jeder versucht halt so ein bisschen was über sein Leben preiszugeben und sich in bester Weise halt darzustellen. Also klar, als Influencer postet man sogar mehrere Bilder am Tag. Aber so jetzt als normale Person würde ich sagen, in einem Abschnitt von bis zu jedem Tag eins oder alle 2 bis 3 Tage eins. Ja, ich habe meinen offiziellen Instagram-Account und dann halt jetzt relativ neu auch einen privaten Account, wo ich dann halt auch Bilder poste, wo jetzt nicht unbedingt so überragend schön sind, wo halt dann auch witzig sind oder so Fail-Bilder, wenn man mit Freunden unterwegs war. Oder ich poste da zum Beispiel auch Sprüche, die ich witzig finde oder wo mir gefallen. Also ich habe viele schöne Bilder gemacht im Urlaub. Klar halt, ich war in Amerika, von New York, Washington. Das sind tolle Settings, aber auch, was weiß ich jetzt, im Herbst mit dem Laubfall muss halt immer gucken, dass man eine gute Location auch findet, wo halt dann das Bild auch dementsprechend gut aussieht. Also ich selber habe auch eine Spiegelreflexkamera und da halt entweder meine Schwester, die Bilder macht, oder Freundinnen halt. Und die Bilder von Amerika zum Beispiel, die habe ich alle am iPhone gemacht. Und da ist die Handykamera ja auch richtig gut. Also die Instagram-Filter selber benutze ich eigentlich fast gar nicht. Ich versuche immer nur an der Helligkeit und vielleicht auch an der Wärmeeinstellung was zu regulieren, aber ansonsten poste ich alle Bilder fast unbearbeitet. Ja, man versucht halt so seinem eigenen Profil so treu zu bleiben und auch, dass die Bilder dementsprechend auch immer zu einem passen. Und im Vergleich halt zu meinem privaten Account, da poste ich kreuz und quer und auch gerade das, was mir halt gefällt, ohne groß zu überlegen. Also das sind so die geheimen Regeln von Instagram. Also klar, jedes Mädel guckt drauf, dass man, wenn man zum Beispiel eine Nahaufnahme gepostet hat, die nächsten 1-2 Bilder dann wieder Aufnahmen sind, wo ein bisschen weiter weg sind. Oder wenn man eins jetzt vom Seitenprofil reingestellt hat, dann dass das nächste entweder von vorne oder was weiß ich, von hinten ist, wenn man irgendwo entlangläuft. Da habe ich ja zum Beispiel in New York relativ viele Bilder gepostet. Und man versucht halt auch nicht oft den gleichen Filter oder nicht oft gleich bearbeitete Bilder zu posten. Wenn man mal ein Schwarz-Weiß-Bild gepostet hat, danach wieder farbige Bilder zu posten. Und halt auch so, dass die Bilder farblich nebeneinander gut aussehen. Also wenn man jetzt zum Beispiel eins mit viel Farbe, dann danach wird ein bisschen dunkleres. Das ist halt einfach so, wenn man drauf guckt, der erste Blick so denkt, oh ja, da passt alles. Also ich zum Beispiel selber habe jetzt, glaube ich, 1200 ungefähr. Und das ist so normal für uns Jugendliche. Aber wenn man jetzt Pamela Reif als Beispiel nimmt, die hat, glaube ich, über 4 Millionen. Und die ist auch richtig aktiv und viele Mädels auch in unserem Alter folgen der. Persönlich denke ich so um die 500, 600. Also ich selber folge weniger Accounts als Leuten, die mich abonniert haben. Ich glaube um die 600, 700, 800 ungefähr. Bei mir war es zum Beispiel so, als ich frisch auf Instagram gekommen bin oder auch dort angefangen habe, hatte ich ungefähr immer gleich viele Follower wie Abonnenten. Und sobald halt dann meine Bilder sich ein bisschen verändert haben, ich mit der Kamera Bilder gepostet habe oder halt professionellere Bilder, sind halt dann auch mehr Follower dazugekommen und ich habe halt auch bestimmte Leute dann, wo ich sage, ja okay, die kenne ich jetzt nicht oder was ich weiß, habe ich dann auch nicht mehr zurückabonniert, sondern bin einfach nur bei den Leuten eigentlich fast geblieben, die ich kenne oder auch mit denen befreundet bin und halt ein paar Seiten noch, wie Sprüche oder ein paar Influencer halt noch, aber ja. Also ich folge Fotografie-Seiten, klar, um mir halt Ideen für meine eigenen Bilder noch rauszusuchen, dann Influencern wie Pamela Reif oder Models, die auch schon bei Jeremy's Next Top Model mitgemacht haben, die man halt vom Fernsehen kennt. Und dann eben Stars, also Rihanna folge ich auch. Und ansonsten Fitnessseiten, klar. Und ein paar Schminkkanäle auch noch. Also erzwingen will ich es auf gar keinen Fall, weil ja, wenn es nicht sein soll, dann soll es nicht sein. Aber klar, man freut sich über jeden Follower und ich würde schon gerne irgendwann so 4.000, 5.000 Follower haben. Weil das heißt halt auch einfach, dass den Leuten das, was man für Bilder postet und was man anhat und wie man sich selbst präsentiert, dass das halt bei den Leuten gut ankommt. Also ich würde sagen, wenn es unter 300 Likes sind, würde ich sagen, das Bild ist jetzt vielleicht nicht so gut oder wieso es so wenig Likes hat. Und dann normal sind 350 bis 400 Likes pro Post bei mir. Also mit den Hashtags lassen sich halt Bilder filtern. Man kann ja dann bei Suchen, gibt man einen bestimmten Hashtag ein, zum Beispiel
Oktober und dann werden alle Bilder angezeigt, die den Hashtag unter ihrem Bild stehen haben. Und wenn man zum Beispiel jetzt, weiß ich, Paris oder New York, dann werden ein Bilder von Paris und New York angezeigt. Also man versucht halt mit den Hashtags Leuten zu ermöglichen, dass sie nach bestimmten Themenbereichen suchen können. So, von mir persönlich eben Girly, Blondie oder jetzt halt auch, wo ich die vielen Bilder von meinem Urlaub... Okay. Oder auch jetzt, wo ich im Urlaub war, halt Vacation oder Summer. Das sind also die Standard-Hashtags, die viele auch benutzen. Und manchmal benutze ich auch Hashtags, die einfach so für mich selber eine Bedeutung haben oder mehrere Wörter aneinandergereiht sind, wo halt einfach so das Bild beschreiben, wo man aber auch dann eigentlich mit dem Hashtag keine anderen Bilder findet. Weil einfach, ja, das passt so für mich. Und dann halt die Standard-Hashtags. Viele benutzen ja auch noch den Hashtag Like for Like. Wenn man das dann sucht, dann findet man ein Bild. Wenn man das Like kommt, meistens dann halt ein Like zurück. Und das benutzen auch noch viele. Also das macht jeder, wie er will, aber ich selber habe für mich noch so gefunden, dass ich eigentlich immer ein Zitat drunter setzen will und da halt dementsprechend was zum Bild passt. Oft benutze ich auch noch Ausschnitte aus Songtexten oder eben Zitate von Stars, wo ich mich selber angesprochen habe und versuche das halt immer so mit dem Team vom Bild zu kombinieren. Ja, also das unterschiedlich kommt halt drauf an, auch wie den Leuten das Bild gefällt. Aber gerade so meine Freundinnen, die posten dann halt immer so, was jeder drunter postet, hübsche oder schöne oder ach so schön. Und dann wird halt meistens auch zurückkommentiert. Also meine Freundin, klar, kommt dann immer zurück, ja danke, du auch. Oder süßeste, was ich weiß, so unter Freundin. Wenn dann jetzt unbekannte Leute das Bild kommentieren, dann kommt meistens eher so ein neutraler Kommentar von mir zurück, wie danke oder danke, wie lieb, wo ich keine Bindung zu den Personen habe. Ja, ich finde, erstens mal gehört sich's einfach so, weil wenn jemand zum Beispiel einem ein Kompliment macht, dann dreht man sich ja auch nicht einfach rum und geht. Und ich finde dann wenigstens halt ein Danke zurück. Wenn der Kommentar jetzt unpassend ist, dann lasse ich ihn unbeantwortet oder lösche ihn sogar. Dann denke ich mir, das muss nicht unter meinem Bild dann stehen, aber ansonsten kommentiere ich eigentlich immer zurück. Ja, oder auch selber, um Bilder zu liken, Bilder anzuschauen, Videos anzuschauen. Also ich folge zum Beispiel auch vielen Tanzseiten, wo ich dann gerne die Videos und die Profile durchschaue. Und ja, wenn ich nicht auf meinem eigenen Profil bin, dann halt eben auf anderen oder in meinem ganz normalen Instagram-Haupt, auf der Hauptseite. Also vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Ich hoffe, ihr habt ein bisschen was über die Geheimtipps von Instagram gelernt. Und ja, lasst mir ein Abo da. Jeder Follower ist wichtig. Wir sehen uns bald wieder.